Hallo und willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Ich wollte nur mal gucken, ich habe ja wieder einen Punkt bekriegt, ob wir hier noch ein bisschen was die Aufladegeschwindigkeit erhöhen. Also es wäre schon sinnvoll, die beiden hier voll zu machen. Aber was würde ich dafür rausnehmen? Vielleicht tatsächlich die Punkte hier aus Überleben. Den Feuerkreis, den lassen wir, der ist immer. Aber ich muss mal ein paar Punkte wieder ein bisschen zurückholen. Denn tatsächlich finde ich es mega... Finde ich die ziemlich gut. Und die würde ich gern verbessern. Auch, dass die Ausdauerkosten für einen schweren Angriff nicht so krass sind. Ansonsten muss ich halt noch ein paar mehr Punkte sammeln. Leveln ist die Devise. Also weiter geht's. Den Crit nehmen wir auf jeden Fall nicht mehr raus. Wir sind ziemlich gut am Critten. Ja, wie soll ich denn an den rankommen? So. Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Dachtest, da oben wärst du sicher. Niemand ist sicher vor mir. Ich hab den ge-one-shottet mit der Haltung. Die Haltung ist echt stark. Ist aber auch sehr offensiv tatsächlich. Das Gefühl, mit der Haltung kriege ich kein Leben wieder, wenn ich Fokuspunkte verbrauche. Aber das ist ja eigentlich ein anderer Skill. Muss ich nochmal genauer drauf achten. Okay, doch, ich krieg's wieder. Wo kommt ihr denn her? Hat man euch geweckt? Level up! Level up! Man kann nie genug Level-Ups haben. Los, her mit den Level-Up-XP. Ich brauche Geisterfunken, ich brauche alles. Wo brauchst du Geisterfunken? Du hast doch. 65.000. Ja, aber wenn ich diese eine Waffe hier upgraden kann, das kostet bestimmt 40.000, 50.000. Bestimmt. So, links hoch oder hinten weiter? Was machen wir zuerst? Hinten weiter. Das ist so ein Blitztyp. Yo, Steinklopp-Träger, willst du mir nicht mal sagen, wo der Meditationspunkt ist? Sonst gibt's stark auf die Rübe. Stab, Stab! Wir sind überall Gegner. Yeah.
Ich wusste, dass der Blitztyp uns jetzt angreift. Das war so geplant gewesen. Ich wollte seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Scheiße, da oben ist auch einer. Ich wollte es mir extra schwierig machen. Denkst du, ich komm nicht zu dir hoch, wa? Na scheiße, hast wohl recht. Nicht mit der Haltung. Ha! Falsch gedacht. So, jetzt haben wir wieder genug Mana für den neuesten Feuerdingen. Wenn der Feuerring jetzt noch Mana auffüllen würde, mega OP. Der ist so schon OP. Ich meine, der füllt mein Leben auf, der füllt Ausdauer auf, erhöht die Ausdauer, also die Max-Ausdauer, füllt sehr schnell die Fokuspunkte auf. Ich glaube, der macht auch, der hitzt auch auf, also tut auch Frostimmunität und so. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Okay, irgendwie finde ich den Meditationspunkt nicht. Vielleicht ist der hier auch gar nicht. Schön. So, ich glaube, wir haben hier alles. Dann können wir jetzt den Hauptweg gehen. Schlimm, kein Meditationspunkt. Also ich hätte ja eben schwören können, dass der hier wäre, ne?
Aber nee. Das wäre so perfekter Ort dafür gewesen. My king once saw wisdom in such a dark. Gibt's hier irgendwo einen versteckten Raum und da ist das. Oder 700 Mal dann vorbei hier laufen. Müsste jetzt aber auch nochmal ein Schrein kommen. Kein Boss, sondern zwei von denen. Auch geil. Hier erkunden erstmal. Vielleicht können wir die noch ein bisschen zu uns locken. Sieht zumindest schon mal gut aus. So, dann machen wir den schon mal platt. Die jetzt noch helfen, das wäre kacke. So, ich muss einmal healen tatsächlich. Hier kann ich nicht hoch, okay. Na, ich wollte ja nur gucken, ne, wegen Loot noch. Aber ich glaube, wir müssen jetzt den anderen Großen wegholen. Leider kein Fokuspunkt. Oh, da kann man reingehen. Da ist bestimmt der Meditationspunkt, oder? Fehlt mir überhaupt noch einer? Das wäre es jetzt. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Meditationspunkt. Wofür ist denn der Pinsel?
Weiß der Fünfling übertrug sich durch ihr Fell in den Pinsel. Mit ihm kann der Auserkorene ihre Gestalt annehmen und ihren letzten Wunsch erfüllen. Ah. Das muss ich noch machen. Aber da muss ich erstmal wissen, wohin. Das ist aber gut. Hätte ich vielleicht schon mal vorher reingucken sollen. Na klar, dass ich hier wieder was übersehe. Dann machen wir mal die ganzen Punkte weg. So, Meditationspunkt. Es fehlt tatsächlich noch einer. Okay, wir clearen dieses Gebiet hier und dann nutzen wir den Pinsel. Ich weiß nur nicht wohin, ne? Das war irgendwie hier im Tempel Nebengebäude oder so. Vielleicht ist das genau das hier. Wenn ich den Pinsel denn benutze. Unrein am Meditationspunkt, gut zu wissen. So, wir haben unrein. Was erhöht der? Nach Einsatz von Fellenfetz Schadensreduktion. Der Angriff sieht zwar cool aus, aber irgendwie war der nicht überzeugend. Der war unfähig auf jeden Fall überzeugend, ne? So, und der letzte Meditationspunkt, endlich. So, und dann müssen wir mal gucken, wo wir mit dem Geist hin müssen. Soll ich das schnell googeln? So, wir haben ja das Gebiet größtenteils gecleared.
Und wir können den immer wieder benutzen. Wir können uns das leider nicht mehr anhören. Ich meine, der muss in irgendein Nebengebäude des Tempels. Kann man das sicher nicht nochmal irgendwie hier im Tagebuch nachlesen? Bei Charaktere vielleicht? Nee. Ich muss mit dem irgendwo hin. Aber ich müsste jetzt das gesamte Gebiet wahrscheinlich nochmal ablaufen. Ich meine, wir haben es ja im großen Teil gecleared. Da drin war es ja nicht. Ich habe hier noch gar nicht erkundet. Der ist ja schnell. Siehst du? Geht schon los. Nochmal durch jedes Tempelgebäude gehen. Da findet man natürlich dann auch noch sowas, ne? Ein Donnerstein. Schockresistenz. Wo muss der hin? Gut, dass wir die ganzen Gebiete geklärt haben. Der lässt sich auch ganz anders steuern tatsächlich. Da haben die tatsächlich Zeit rein investiert. Bisschen träger fühlt er sich an. Hey, ich war noch gar nicht da oben, ne? Hier war ich noch gar nicht. Das hätte ich hier fast vergessen, tatsächlich. Zum Glück bin ich hier nochmal hin.
Ob ich bestimmt so auch noch mehrere Wege übersehen habe. Aus Versehen. Weil ich sie vergessen habe. Wäre jetzt lustig, wenn das auch genau der ist, wo ich hin muss. Gucken, ob wir noch hier Loot finden. Tatsache. Das ist natürlich der Nachteil, ich muss mich zurückverwandeln. Oh. Nicht runterjumpen. Schade, dass es da nicht mehr Infos nochmal zu gibt. Mit, like, dass ich nochmal den Text durchlesen kann, was sie gesagt hat, wo ich überhaupt hin muss. Hoffen wir mal, es ist hier. Ist es hier? Already. For years, I've prayed you'd find peace. Still, you come to take my life in penance against yours. You wouldn't understand my agony when I took your life. The Buddha sees. No such vengeance. I shall usher you to the beyond once more. Unleere Junge. Lol. Der macht Schaden. Der ist echt stark.
Unleere. So, jetzt mal gucken. Der Stab ist jetzt aber weg. Ich kann ihn trotzdem noch benutzen. Wo ist denn die Unleere? Hier. Stellt bei erlittenen Treffen eine moderate Menge Ausdauer wieder her. Das ist halt zum... Also damit kannst du halt immer ausweichen, ne? Das ist nochmal so ein Dash-Stein und verwundbar macht für kurze Zeit. Sonst hat das aber nichts gegeben, ne? Es fehlt auch nur noch eine... der Oberhäupter. Dann können wir auch weitergehen. Treppen backen. Aber sonst, das Spiel sieht echt unglaublich aus, ne? Hallo, ich bin oben. Hat doch nur Jahrtausende gedauert. Hab alle Meditationspunkte. Hab, glaube ich, alle Quests. Kommt jetzt der Endboss oder was? Medizin herstellen. Was haben wir denn hier? Ich habe von jedem auf jeden Fall eine. Laden. Auch nichts Neues. Ich kann nichts schnien, nichts herstellen. Dann wird er jetzt mal hier rastet. Skillen. Ich werde jetzt erstmal die Punkte wieder hier in Überleben rein. Lohnt sich nicht, hier runter zu gehen. Ich dachte, vielleicht ist hier noch was. Bei dem Weiß kann man die ganz schnell übersehen. Mal rechts an der Seite runter gucken.
Nee, scheint alles safe zu sein. Im Brunnen kannst du auch nicht rein. Dann geht's los. Seid ihr bereit? Ich nicht. Es geht los. Ages ago, Jinjanzo and I were peers. Ever questing with goodwill, he was. His nature made him question the supremacy of us beyond mortal woe and grief. He deemed all souls could be akin to us. Why then do we tower whilst others merely kneel and offer? He asked. I told him the others are less than us. His misstep cast him back into the endless cycle. Reborn, he drew three disciples. But what did they change? One ended up a corpse, others fugitives. He too took to the shadows. Pathetic. Those journeyers have misplaced their worship. Why bet on the Sutra, when one oneself can be a Buddha? Kneel before the Buddha of the future. Why not ye and join my desire? Der hat einen Instant-Kill? My sack awaits misguided souls like you. Enter within and find enlightenment. Musst du mal da rein? Also ich fand den eigentlich ganz easy.
Jetzt bin ich in einem Sack. Im Bag of Holding gefangen. Idiot! That trickster called you too! This wicked sack is much more vicious than before, nurturing such evilness! Yellowbrow must have woven Wukong's strength into it. That bastard! Join me! Let's fight our way out. Also der ist viel schwieriger. Yes, just like that. That's who you are. Keep your wits, boy. Don't get swayed.
Here, let me quench your thirst for blood. Bin ich ja der Affe. Ach, krass. Das ist mal was anderes. Aber hier bin ich noch gleich. All conditioned things are impermanent and ye destroy. Be a butcher. Then be a butcher. Man die auch einfach nicht töten kann, wäre vielleicht besser, oder? Buddha. Enlightenment. Such enlightenment. Surely would touch you. Der ist richtig stark, Alter. Auch wenn er ein bisschen komisch geht. Ich bin jetzt wieder hoch. Ich kann leider nicht schnell gehen. The destined one. What a Wieso bin ich denn jetzt zurückverwandelt? Oh!
Ich kam nicht aus dem Ring raus. Ich kann mich nicht bewegen schon wieder. Thou shalt revere, or thou wilt never see sin. Behold, my Mahavira horde. How can Mount Linsa match its magnificence? Habe ich ihn. I saw how this would end for you long ago. Keep fighting for others, and in time, you shall fall by their hands. I, Yellowbrow, fight solely for myself. I haven't lost. I will not lose. If only I could wield that monkey's relic just once more. This rogue stole my seed sack and fled here. With Wukong's relic, he made it a soul-snatching vessel. He also took my look and my name to trick his old foes into vengeance. Ow!
you potbelly. I should have figured out it was you. Forgive my little deception. Stolen once, I buy it. Stolen twice, I doubt it. Your doubt is fair. I shouldn't have underestimated his nerve. I meant to subdue him myself, but you two were swifter. Fortune favors you, Bajie. But I see great potential in this young one. He might just be... the right monkey. Enough of this empty talk. I don't care if Yellowbrow drowns in the lake. We can't have Wukong's relic sink with him. For that, pray, lend me that rake of yours. Was ist das denn?
You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jinshanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. If not for winning, why debate over means and ends? Weißer Schnee, Eiseskälte, abgeschlossen. That stone monkey merely named himself a sage. Yet this altar boy dared to found his own faith and proclaim himself Buddha. Your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures. All those who are high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it truly because of their devotion to Yellowbrow? As you braved ice and snow, did the stench of shattered ego reach your nose? Keine Geisterfunken. So, was haben wir denn hier? Ich muss erstmal näher ran. Not a soul can fathom his mind. For half a verse of the ultimate truth, Snow Mountain ascetic gave his life, so attained Buddhahood. Such is the sole way to rise above all and build a faith. If those with talents should proudly scorn the rules and do as they please, how then may all the realms enjoy peace and prosperity? The journey entailed an arduous road. The monk had his disciples and the 18 Dharma guardians, the 12 zodiac deities, the 5 directional guides, and the 4 temporal overseers. Each boasts unique powers. Should your paths cross, strike up a connection. Xuanu of the North, the vanquisher of Yaoguais. The Jade Emperor once ordered him to purge the world of evil. The turtle and the snake were his generals back then. Alas, the snake general can no longer join the ranks, and Xuanu is no more. So, und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!